Peace, Freunde, und willkommen zu einem weiteren Video. Heute gucken wir uns Kreisliga-Fails, die du noch nie gesehen hast, an. Ich glaube, das wird wieder ein Trümmerbruch. Hier werden sich viele Spieler verletzen in der Folge und es werden böse Fouls ausgepackt. Wir kennen alle die Kreisliga und wir wissen, was da für Fouls stattfinden. Habe ich lange nicht angeguckt. Ich freue mich drauf. Wenn ihr wieder nächsten Part sehen wollt, lasst ein Like da. 1000 Likes, dann kommt die nächste Kreisliga-Fails-Episode. Lasst gerne auch ein kostenloses Abo da, um nichts zu verpassen. Und checkt den Lucid Dreams Shop ab. Unser Drop ist draußen und ihr könnt shoppen. Ist in der Beschreibung verlinkt. Besten Stoffe, besten Schnitte, die besten Preise. Abchecken. Ich gehe rein. Lichtenauer FV gegen TSV Waldkappel. Hört sich schon an wie so ein Kreisliga-Club. Erstmal Knie gegeben. Schiri lässt weiterlaufen. Was passiert jetzt? Okay, okay. Gute Grätsche. Oh. Das war for real Ball gespielt, oder nicht? Hat sich aber eklig angehört. Und Schiri hat vorher nicht gepfiffen, wo der Knie gegeben hat, aber das gepfiffen, wo der Ball gespielt hat. Die Schiris in der Kreisliga auch immer sehr, sehr mysteriös. Okay, LSV Gorknitz, Digga, wieso Gurken, gegen SSV Neustadt Sachsen. Oh! W's Nummer 29. Ich wollte eben schon sagen, Bro, wer war schlechter von den beiden, der den Ball nicht getroffen hat oder der dann frei zum Schuss kam? Ja, weiß man nicht. Ah, das Ding ist, in der Kreisliga kann das jedem mal passieren. Das sind ja keine Profis, ne? Da kann jeder mal so einen Ball verfehlen oder frei dann da zum Schuss kommen und dann irgendwie einen Gegner schießen. Das passiert in der Kreisliga. Das ist halt Klassiker. Okay, wir haben FV Hafen Dresden 2 gegen SG Bühlau 2. Also jeweils die zweite Mannschaft gegen die zweite Mannschaft. Was ist da gerade passiert? Was zur Hölle habe ich da gerade gesehen? Warum hat niemand verteidigt? Warum waren das einfach nur NPCs, die einfach da standen? Und warum hat der Stürmer ihn nicht vorher schon reingemacht? Und warum muss er dann das Tor machen am Ende des Tages? Grausames Tor, bin ehrlich. Grausames Tor, hat niemand mitbekommen, dass der Einwurf schon ausgeführt wurde oder so. Recklinghausen gegen Suderwisch. Guter Ball. Gut gemacht. Nice. Ihr müsst auf die Schreie im Hintergrund hören. Er spielt doch den Ball! Und rot ruft er. Wesennitztal gegen Edelweiß-Rammenau. Bam! Pressschlag. Das tut weh. Für einen von beiden zumindest. Oh, und dann haut er den drüber. Und dann haut er den drüber. Und dann kommt die nächste Chance. Flanke! Oh! Aber guter Fallrückzieherversuch, ne? Ich dachte, der kommt gefährlicher. FV Hafen Dresden 2 gegen RB Dresden. Okay, so ein Dresden-Match. Elfmeter für Dresden. Er stellt sich doch hin und freut sich danach und hält sich dann wieder hin. Damit das Schiri sie auch sieht. Diese Kommentare immer in der Kreisliga, so geil. Und schon. Ui! Wissen Sie doch selber nicht. Die schießen. Hat er gerade als Jubel sich auf den Arsch geklatscht? Hat er sich als Jubel gerade auf den Arsch geklatscht? Ja, hat er ehrlich. Digga, wie geil. Was passiert da jetzt in dem gleichen Spiel? Ist in demselben Spiel, Freunde? Immer noch dasselbe Spiel? Ja, doch. Doch. Das war ein unhaltbares Ding. Das war ein unhaltbares Ding, Freunde. Den konnte man nicht machen. Das war schon ein guter Schuss. André hat halt einen Tigerschuss. Ist auch André Tsubasa in der Kreisliga. Ja, Torwart, da brauchst du deinen Frust gar nicht rauslassen. FSV Brieske. Knallt er den jetzt in den Winkel, oder was? Warte mal. Ja, Kamera hier oben ist besser. Knallt er den jetzt um die Ohren, oder was? Bam!
Was? Der hat mal höher gespielt. Der hat mal höher gespielt, Freunde. Sag ich. Wieder Lichtenauer FV. Gegen Waldkappel diesmal. Hat er den gerade weggemetzelt? Digga, hä? Der Torwart hat schon den Ball, der grätscht einfach um, ohne Sinn. Warum? Wozu hat er den gerade umgegrätscht? Torwart hatte den Ball schon sicher. Gorknitz wieder gegen Lang-Burkersdorf. Was? Oh mein Gott. Wie geht der nicht rein? Guben gegen Brieske. Klärt er gut. Klärt er gut. Und jetzt. Wieder Brieske. Hä? Miedelsbach vs. TSV Schmieden. Kopfball, Kopfball. Gutes Pressing aber von der Mannschaft. Ne, 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 ne. Es ist Harry Kane in der Kreisliga. Es ist offiziell Harry Kane in der Kreisliga, Freunde. Es war Harry Kane in der Kreisliga. Gorknitz spielt gegen Lang-Burkersdorf. Gorknitz ist sehr beliebter Kreisliga-Verein. Das gibt eine gelbe. War ein super Foul. Gute Mitnahme. Hey, böses Foul. Elfer. Elfer, mein Freund. Das gibt ein Elfer. Ich will mal so diese... Wo sind diese geisteskranken Fouls, die ich hier vorhin angekündigt habe? Die fehlen gerade noch. Die sind noch nicht so da. Diese geisteskranken Fouls, wo ich denke, so, aua, das tut weh. Die fehlen mir gerade noch. Was macht denn der Schiri da? Wer kriegt da jetzt eine Karte? Nee. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. War auch unhaltbar. War auch unhaltbar. Genauso wie der Treffer vorher war der auch unhaltbar. Was soll ich erzählen? Was soll ich euch erzählen, Freunde? Der war auch unhaltbar. War ein guter Kopfball. Oh, noch eins? Ich glaube, da ist ein Feldspieler im Tor. Übrigens, auch gute Abseitsfalle hier. Guck mal, wann er rausrückt. Guck mal, wo seine Viererkette steht und wann er rausrückt. Und dann auf Abseits gespielt. Da hat er auf Abseits gespielt. Hat nicht ganz funktioniert, aber ja, war nicht schlecht. Und ihr wisst, er hätte ihn gerade daneben gehauen, ne? Ihr wisst, wäre der Typ nicht reingegrätscht, der wäre daneben gegangen, ne? Der wäre daneben gegangen, Bro. Und der grätscht in ins eigene Tor. Ich glaub's nicht. Ist das krank. Alter, hat er Glück gehabt. Wäre das peinlich geworden. Und schicken, und schicken. Kopf hoch. Das ist halt, wenn man in FIFA ein Team spielt, was auf einmal null Chemie hat. Null Chemie, wenn Spieler null Chemie zueinander haben. Wenn man einfach sich denkt, ich brauche keine Chemie, ich linke jetzt einfach Dembélé mit Thomas Müller. Oha. Oha. Gut, Digga. Oh ne, er dabbt auf den Gegner. Nach so einem Tor. Bam. Alter, das war ehrlich zu Basa. Tigerschuss. Gamebreaker, alles inklusive. Ein Klatsch auf deine Glatze, Bro. Sauber weitergeleitet. 2-2. War das 2-2? Der Kameramann hat auf jeden Fall schon ein, zwei Bierchen drin. Ich hab's nicht gesehen. Digga, der springt den da komplett mit dem Knie, mit dem gesamten Bein in seinen Rücken. Und dann sagt er einfach, war nichts, weiter, komm. Weiter, komm. Der ist mit seinem ganzen Gewicht und seinen Knie in den Rücken gesprungen, aber weiter, komm. Bro, der könnte querschnittsgelähmt sein nach so einem Foul. Was für weitermachen, chill doch mal. Hä? Was ist deine Mission?
Gut nach außen verlagert. Da kommt die Flanke. Kopfball. Spielzug 1A. Soll ich erzählen? Was soll ich euch erzählen? Und die haben Champions League gewonnen scheinbar. Und sie springen in die Sandkiste. Springen die alle in die Sandkiste. Ey, ist das geil. Dudenhof gegen Pierre Masens. Oha. Guter Schuss, gute Parade. Das war's, das war's. Wenn ich mir die legendären roten Karten im Fußball anschauen soll, werde ich wahrscheinlich machen. Dann verpasst es nicht. Lasst ein Abo da. Lasst ein kostenloses Abo da. Lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Haut rein. Peace.